Der Antisemitismus war für Liebermann schon ganz früh ein Thema, wie für alle Jüdinnen und Juden, das muss man wirklich sagen. Aber bei Liebermann macht sich das unter anderem schon sehr früh auch künstlerisch bemerkbar. 1879 gab es eine internationale Kunstausstellung in München. Er hat ein Werk dazu beigetragen und dieses Werk sorgte dann für einen Skandal. Was war das für ein Bild? Eine Abbildung des 12-jährigen Jesuskindes in einem Tempel. Was hat Liebermann gemacht? Er hat dieses Setting sehr ungewöhnlich inszeniert. Man sieht einen kleinen Jungen vor Rabbinern. Dieser Junge hat jetzt überhaupt nichts Heiliges an sich, sondern etwas sehr Alltägliches. Und das machte ja auch die Kunst Liebermanns aus. Im Prinzip dafür stand er ja auch. Aber das sorgte für einen Riesenskandal antisemitischer Art, weil man ihm vorwarf, dieses Kind sei schmutzig, das sei ein Judenbengel, der eine Schacherer-Geste mit seinen Händen da an den Tag legte. Und es führte dazu, dass Liebermann selbst dieses Bild nochmal überarbeitete und diese Handbewegung, diese sogenannte Schacherbewegung an sich ja schon ein antisemitisches Sujet ist, so zu nennen, ja, nochmal übermalte und anders darstellte. Und all das war ein Anstoß für unglaublich viele Christliche, in dem Fall Widersacher von Liebermann. Liebermann hatte sein ganzes Leben eben mit Antisemitismus zu tun, aber natürlich verschärfte sich die Situation noch einmal dann kurz bevor die Nazis an die Macht kamen, und das bekam auch er sehr zu spüren. Interessanterweise hat er sich am Ende seines Lebens doch noch mehr zum Judentum bekannt. Es spielte für ihn eine Rolle. Er hat auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass er Jude ist. Aber im Prinzip war es für ihn eine Privatsache und er hat überhaupt nicht verstanden, als durchaus deutscher Patriot, was daran das Problem sein soll. Ja? Er hat sich dann aber am Ende seines Lebens, als der Antisemitismus immer offenbarer wurde, als dann die Nazis tatsächlich auch schon an die Macht kamen, zurückgezogen ins Private und gemerkt, dass er wahrscheinlich auch des Alters wegen offenbar auch nicht mehr die Kraft hatte, sich dieser Auseinandersetzung die ganze Zeit zu stellen. Aber er hat all seine großen und kleinen Ämter niedergelegt, wie wir wissen, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Max Liebermann ist dann hochbetagt 1935 gestorben. Ich denke, zum Glück musste er das nicht mehr alles erleben. Er hat ja auch ein Leben gelebt. Und sicherlich auch mit schwierigen Momenten. Das wird ja klar, wenn man sich mit seiner Biografie, mit seiner jüdischen Biografie befasst, trotz allen Erfolges. Seine Frau lebte noch ein paar Jahre weiter. Und es gab mehrere Initiativen, sie rausholen zu wollen aus dem Deutschen Reich, die allesamt gescheitert sind. Und sie muss unglaublich verzweifelt gewesen sein, denn Anfang der 40er Jahre wurde das Leben natürlich immer schlimmer und ungemütlicher für Juden. Und als dann der Deportationsbescheid für sie kam, sie sollte ins Ghetto Theresienstadt deportiert werden, hat sie sich vergiften wollen, was nicht sofort geglückt ist. Sie kam dann ins Krankenhaus und ist aufgrund der Folgen dieser Vergiftung dann doch gestorben. Also im Prinzip ein Selbstmord auf Raten, anders kann man es ja nicht nennen. Die Orte, die Spuren Liebermanns Lebens zurückzulegen in Berlin, ist auch was ganz Großartiges und ist immer mit ein bisschen Wehmut für mich verbunden durch die Geschichte. Denn er war natürlich auch ein großer, wichtiger Mann für die Kulturszene dieses Landes und wurde gleichzeitig immer wieder so angefeindet und geächtet. Und diese Diskrepanz auszuhalten, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Wenn ich heute an so einem Ort bin wie der Max-Liebermann-Villa in Wannsee, dann gibt es auch immer so ein bisschen Wehmut. Dann denke ich, wie muss ich das angefühlt haben, in so einem Paradies, in so einer Oase gelebt zu haben und gleichzeitig aber auch immer angefeindet zu werden. Also seltsame Art des Daseins. Ich glaube, für jeden von uns wäre das eine ganz seltsame Lebenssituation, sich einerseits nach draußen zu stellen, Ehrenbürger einer Stadt sein, an der Akademie eine wichtige Rolle zu spielen und gleichzeitig immer wieder so heftig, ja, vernichtend geradezu angefeindet zu werden. Wie funktioniert das?